بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Geschwister im Islam, seit langer Zeit, um genau zu sein, seit Jahrhunderten schon, versuchen die Christen, den Islam schlecht zu machen insgesamt, insbesondere die Fundamentalisten. Man hat versucht und hat alles mobilisiert, um den Islam mit Waffengewalt zu vernichten, wie beispielsweise in den ersten Kreuzzügen, ja, die auf die brutalste Art und Weise geführt worden sind. Und man versucht halt jetzt, indem man Lügen über den Islam verbreitet und indem man mit satanischen Tricks arbeitet, auch die Muslime wieder durcheinander zu bringen. Und dieses Video ist natürlich auch für die Nicht-Muslime, die sich für den Islam interessieren, die vielleicht den einen oder anderen Vorbehalt hören. Es geht darum, dass behauptet wird, dass Jesus vor Mohammed in der Bibel gewarnt habe. Ja. Das heißt, es gäbe Beispiele oder Beweise aus der Bibel, dass Jesus vor Mohammed gewarnt habe. Und damit geht man dann zu Muslimen und sagt, guck mal, in der Bibel steht schon, dass Jesus vor Mohammed gewarnt habe. Hier, schau mal, was hier steht. Ja. Erstmal sage ich dazu, die Bibel ist für uns kein authentisches Wort des allmächtigen Gottes. Im Koran selber werden einige Bücher als ursprüngliches Wort Gottes aufgefasst oder beschrieben, wie zum Beispiel die Tora und das Evangelium oder die Psalme. Ja. Aber es wird darauf aufmerksam gemacht, dass diese Bücher teilweise Verfälschungen beinhalten. Das heißt, zum Beispiel sagt Allah in Surah 2, Vers 75, أَفَتَتْمَعُونَ أَيُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيكُمْ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا أَقَلُوهُ وَمْ يَعْلَمُونَ. Habt ihr Hoffnung, dass sie euch Glauben schenken, wo ein Teil von ihnen schon die Schrift hörte und verstand und dann wissentlich entstellte? Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surah 2, Vers 79, فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرَوْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. So wehe denjenigen, die das Buch mit ihrer eigenen Hand schreiben und dann sagen, dieses von Allah, um damit einen geringen Preis zu kaufen. Von Ibn Abbas wird überliefert in Sahih al-Bukhari, dass er sage, كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ وَكِتَابِكُمْ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْدَثْ لَمْ يُشَبْ عَلَيْهِ وَقَدْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ غَيَّرُوا كَلَامَ اللَّهِ وَبَدَّلُوا كَلَامَ اللَّهِ وَغَيَّرُوهُ وَكَتَبُوا بِأَيْدِيهِمْ مَا لَيْسَ مِنْهُ وَقَالُوا هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Das heißt, Ibn Abbas sagt zu diesem Vers in Surah 2, Vers 79, wie kommt es, dass ihr die Leute von Ahlul Kitab fragt, wo ihr doch wisst, dass das Buch, was zu Mohammed offenbart wurde, neuer ist, danach kam, und dass kein Fehler in dieses Buch reinkam. Und dieses Buch, was zu Mohammed kam, der Koran, sagt euch, dass Ahlul Kitab, dass die Worte Allahs teilweise verdreht haben und mit ihren eigenen Händen geschrieben haben, was nicht vom Wort Allahs ist, um damit einen geringen Preis zu erkaufen. Dies wird auch teilweise in der Bibel, wird das auch teilweise bestätigt, wie zum Beispiel in Jeremia. Im Buch von Jeremia, ja, da steht ein Hinweis darauf, dass Dinge in der Bibel verfälscht wurden. Und ich gehe kurz darauf ein und ich frage erstmal, für den Christ, der die Wahrheit haben will, frage ich erstmal, ja, ob das Buch Allahs, die Tora, das Gesetz Allahs ist. Ist das das Gesetz Allahs? Und er wird sagen müssen, ja, weil das oft in der Bibel auch so beschrieben wird. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als das zuzugeben. Dann sagen wir zu ihm, okay, wenn dem so ist, dass das das Gesetz Allahs ist, dann heißt das, wenn also das Gesetz Gottes verfälscht wurde, dass damit gemeint ist, dass etwas von der Tora verfälscht wurde. Ja? In Jeremia 8, Vers 8, ich habe das hier, da steht, wie könnt ihr sagen, wir sind weise und das Gesetz Gottes ist bei uns? Also Jeremia sagt, der ein Prophet ist,
Wie könnt ihr sagen, ihr seid Weisen des Gesetzes? Gottes ist bei uns. Nun, sicherlich hat der falsche Griffel, der Sekretäre, der Schreiber, in völliger Falschheit gearbeitet. Das heißt, Jeremia sagt ganz klar, dass etwas vom Gesetz Gottes verfälscht wurde. Jeremia 8, Vers 8. Jeremia 8, Vers 8. Für jeden, der die Wahrheit will. Hier steht es. So, jetzt kommt natürlich der Christ und sagt, hey, wie kann das sein? Ist Gott nicht in der Lage, sein Buch zu schützen? Der fundamentalistische Christ, nicht der normale Christ auf der Straße. Kann Gott sein Buch nicht schützen? Wie kann es also sein, dass Gott sein Buch nicht schützt? Dann sagen wir, ja, Gott kann sein Buch schützen. Aber er kann auch Leute schützen, dass sie nicht ermordet werden. Aber er lässt Ungerechtigkeit zu aus gewissen Weisheiten. Und hier hat er es zugelassen, dass Dinge von der Schrift verfälscht wurden, aus einer Weisheit heraus, damit wir sehen heute, dass die letzte Botschaft der Koran die Wahrheit ist. Wenn zum Beispiel in der Bibel steht, wenn man daraus errechnen muss, dass die Welt 6000 Jahre alt ist und die moderne Wissenschaft sagt, über 4 Milliarden Jahre alt, das ist eine Sache, die ganz klar der modernen Wissenschaft widerspricht. Und man muss sich als Christ fragen, ob man dazu verpflichtet ist, an ein Buch zu glauben, wo naturwissenschaftliche Fehler vorkommen. Ja, und wir haben beispielsweise das Buch Bibel, Koran und Wissenschaft von Maurice Bucaille, wo Maurice Bucaille ganz klar Altes Testament, Neues Testament und Koran vergleicht und sagt, dass im Koran keine naturwissenschaftlichen Fehler vorkommen im Gegensatz zur Bibel. Jetzt wird man natürlich kommen mit, ja, haben wir nicht hier die Übersetzung hier und da. Und wenn man sich das genau betrachtet, ich habe schon auf diese Sachen in einem Video geantwortet im Jahre 2007, angebliche Widersprüche im Koran. Ja? Deswegen, wer großartig ganz überzeugt ist von sich selber, kann sich das Video ja gerne angucken und kann sich selber überzeugen. Ja, es wird dann erzählt, ja, es steht im Koran, die Erde ist flach. Im Koran steht nicht, ja, dass die Erde eine Fläche ist. Im Koran, das Wort Ard kann bedeuten, der Planet Erde. Und das Wort Ard kann bedeuten, die Erdoberfläche. Und das Wort Ard kann bedeuten, Erde, die ich in der Hand habe. Und wenn wir sagen, ja, dass die Erde oder dass die Sonne und Mond oder Nacht und Tag yukawiru layla ala nahara yukawiru nahara ala layl, ja, dann bedeutet das, ja, er dreht ihn, dieses Wort kawara yukawiru takwira kann nur stattfinden bei einer kugelähnlichen Form. Dann gibt es die Aussage, wal arda bada dhalika dhaha, ja, die Erde hat er gemacht. Und das ist auch eine Interpretation von diesem Vers. Das heißt, ähnlich wie ein Ei. Ei ähnlich. Natürlich ist es nicht 100% wie ein Ei. Aber wie soll man das für einen normalen Menschen am besten beschreiben, wie die Erde aussieht? Das heißt, es wird beschrieben zwischen Kurra, zwischen Kugel, zwischen einem Ball und zwischen einem Ei. Wir wissen, dass die Erde etwas oval ist. Eine bessere Beschreibung gibt es gar nicht. Dann wird im Koran gesagt, Wallahu ja'alakumul arda bisata. Allah hat zu euch die Erde wie einen Teppich gemacht. Was heißt das? Ein Teppich kann man auch über kugelförmige Körper auslegen. Aber die Erdoberfläche, heute wissen wir, heute weiß ich in moderner Naturwissenschaft, dass das Innere der Erde wie Lava ist. Und deswegen braucht man etwas, worüber man geht, was da drüber liegt. Das heißt, die Erdoberfläche ist praktisch wie ein Teppich, weil der Teppich ist dünn, wie bei einem Teppich. Der Teppich ist dünn, aber die Erde darunter ist dick. Und so sieht man, dass die Erdoberfläche dünn ist, im Gegensatz zu dem, was in der Mitte der Erde ist. Und wir brauchen das, um überhaupt auf der Erde gehen zu können. Den Teppich brauchen wir, um auf der Erde zu gehen. Oder das hilft uns dabei. Und genauso hilft uns diese Erdoberfläche. Das heißt also, es ist mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen vereinbar. Und ich wollte hier nur kurz auf diese Sachen eingehen. Deswegen, für die, die die Wahrheit wollen, man soll nicht einfach auf irgendetwas hören, was irgendjemand erzählt, der irgendwelche Verse verdreht, die mit der Realität nichts zu tun haben. Nicht-muslimische Wissenschaftler haben das bestätigt. Ja, dass kein Fehler vorkommt, wie Dr. Maurice Bucaille, da gibt es ein Buch drüber. Da kommt natürlich dann irgendein Lügenbaron von der Kirche und erzählt, ja, Osama Bin Laden hat ihm Geld gegeben. Das ist völliger Schwachsinn.
Ja, das sind alles Dinge, die an den Haaren herbeigezogen werden. Wer die Wahrheit will, soll sich nicht nur eine Seite anhören, sondern soll sich beide Seiten anhören. Dann wird er sehen, was die Wahrheit ist. Ja, und wie gesagt, wer will, kann sich gerne, ich will jetzt nicht auf alles eingehen, weil wir haben ein anderes Thema, kann sich das Video von mir angucken, angebliche Widersprüche im Koran oder Koran und moderne Naturwissenschaft. Da haben wir verschiedene Themen schon vor Jahren gemacht und nie hat einer drauf geantwortet. Dann wird man natürlich kommen, ja, aber im Koran steht doch, die Tora ist von Gott, das Evangelium ist von Gott. Ja, aber es steht doch dort, dass es verfälscht wurde. Ja. Und dann wird gesagt, wie ich eben schon gesagt habe, ja, kann Gott sein Buch nicht schützen, habe ich schon darauf geantwortet. Ich habe hierüber einen Vortrag, der heißt Die beliebtesten Missionarstaktiken. Da wird auf dieses Thema intensiv eingegangen und gezeigt, dass diese Vorwürfe, dass der Koran sagen würde, die Bibel ist unverfälscht, völlig an den Haaren herbeigezogen sind. So. Jetzt kommt man aber mit Sachen aus der Bibel und sagt, guck mal, hier ist eine Botschaft von Jesus, dass Mohammed ein falscher Prophet ist. Also, es gäbe angeblich, und ich habe das rausgesucht, es hat das jemand geschickt, ein christlicher Missionar, der kam mit diesen Vorwürfen, der hat insgesamt 6 Verse aus dem Neuen Testament gezeigt, wo angeblich Jesus darauf aufmerksam macht, dass Mohammed ein falscher Prophet sei. Okay? 6. So. Und das gucken wir uns gleich mal an. Ich möchte, bevor ich darauf antworte, möchte ich etwas für die Menschen, die wirklich die Wahrheit wollen, oder möchte ich den Menschen, die Wahrheit wirklich wollen, etwas illustrieren. Wenn Jesus Gott gewesen sein soll, dann ist es ganz logisch, dass er die Menschen davor warnen würde, dass danach ein Prophet kommt. Und dann wäre es ihm wichtig, dass die Menschen ganz klar und deutlich sehen, wer dieser falsche Prophet ist. Ganz klar. Die zweite Sache ist, wenn die Bibel richtig wäre und unverfälscht wäre, dann müsste man dies unbedingt finden in der Bibel. Wenn die Bibel aber umgeschrieben ist, dann würde man nur allgemeine Beschreibungen finden. Keine genauen Details. Nochmal neu. Ja, nochmal neu. Für den Christen, der an die Bibel glaubt. Wenn Jesus wirklich Gott gewesen sein soll, und wenn das Christentum wirklich richtig gewesen sein soll, so wie es ist heute, ja, oder richtig sein soll, ja, wenn Jesus wirklich Gott sein soll, dann hätte er 100% darauf aufmerksam gemacht, dass danach ein falscher Prophet kommt, und er hätte die genauen Eigenschaften dargelegt, die dieser Prophet hat, damit die Menschen, dieser angeblich falsche Prophet hat, damit die Menschen gewarnt sind. Wenn er dies nicht macht, dann zeigt das, dass entweder die Bibel gefälscht ist, ja, oder dass Jesus nicht wusste und dann wäre er nicht Gott. Das heißt, hier müssen, damit das die Bibel richtig ist, und das Christentum richtig ist, also als Beweis dafür, dass Bibel und Christentum richtig sind, müssten Aussagen vorkommen, die Mohammed genau beschreiben. Wenn die nicht vorkommen, dann zeigt das ganz eindeutig, dass Mohammed ein wahrer Prophet ist, weil Jesus nicht darauf aufmerksam gemacht hat. Punkt. Und das zeigt ganz eindeutig, dass das Christentum nicht richtig sein kann, sondern das, was hier drin steht, im Nachhinein teilweise geschrieben wurde. Ist das angekommen? Ist das angekommen? Oder gibt es irgendwelche Fragen zu dieser Aussage? Du kannst wirklich die Frage stellen, falls irgendwas nicht angekommen ist. Okay, jetzt gucken wir uns mal an, gibt es hier wirklich klare Aussagen von Jesus, von angeblich Jesus? Wir haben schon gesagt, selbst wenn es die klaren Aussagen geben würde, würden wir als Muslime sagen, wir glauben an den Koran und wir glauben, dass dieses Buch verfälscht ist. Das heißt, und dann würden wir sagen, der Satan hat es denen eingeflüstert, weil der Satan schon etwas wusste. Aber jetzt gucken wir mal. Erste Aussage, die von den 6 Aussagen, die gebracht wird, ist in 1. Johannes 1, 7, 2, 22 bis 23. Erstens, das ist nicht das Johannesevangelium, sondern das ist 1. Johannes. Das ist also gar keine Aussage von Jesus. Das ist also für uns schon etwas, was an den Haaren herbeigezogen ist. So jetzt, was haben wir gesagt, wer das Christentum verfälscht hat? Die Menschen, die nachher gekommen sind. So.
Die Bücher, es gibt 27 Kapitel oder 27 Bücher im Neuen Testament. Ja? Wann sind diese Bücher kanonisch geworden? Das heißt, wirklich fest aufgenommen worden in der Bibel? Im Jahre, also ich habe jetzt das genaue Datum vergessen, ich glaube es war 462 oder 362. Auf jeden Fall Jahrhunderte, ich habe das genaue Datum jetzt vergessen gerade, Jahrhunderte nach Jesus, okay, sind diese Bücher aufgenommen worden. Ich glaube es war das Jahr 362. Nach was? Nach dem Nizäischen Konzil, wo bestimmt wurde, dass Jesus Gott war, sein soll. Es gab damals verschiedene Strömungen. Es gab die Strömung von Athanasius, die aufgenommen wurde. Deswegen ist die Trinität, dass Jesus Gott sei und der Sohn Gott sei und der Heilige Geist Gott sein soll. Das ist etwas, okay, mit dem Heiligen Geist, das kam sogar noch später. Kirchengeschichtlich gab es eine andere Strömung gab es andere Strömungen, die dies nicht gesagt haben. Ja, und dies wird unter anderem in Widerlegungen kommt das unter anderem zum Ausdruck. In Widerlegung, die die Trinitarier gegen andere geschrieben haben. So jetzt, der erste Johannesbrief. Wann wurde der geschrieben? Der wurde um 98 nach Christus geschrieben. Das heißt, hier ist ganz eindeutig, dieser Mann, der das Buch geschrieben hat, muss mir fragen, wer hat ihm die Berechtigung gegeben, dass er überhaupt etwas reinschreibt? So jetzt. Der Satan. Was will der Satan gerne haben? Der Satan will gerne, dass wir neben Gott die Schöpfung anbeten. Denn das erste Gebot in Exodus 4, Vers 24, wenn ich mich nicht irre, ist, ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt aus Ägyptenland, aus dem Sklavenhaus. Du sollst dir keine Götter neben mir nehmen. Das heißt, wenn man Jesus zum Gott nimmt, hat man einen Gott neben dem Gott genommen. Das erste und wichtigste Gebot gebrochen. Okay? Das heißt, was wird er sagen? Der wird sagen, wer sagt, dass Jesus nicht Gott ist? Oder dass Jesus nicht der Sohn Gottes ist? So. Und was steht hier in dem Buch, was 98 später geschrieben wurde? Was steht hier? Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Erstmal, wir Muslime sagen, dass Jesus der Christus ist. Denn Christus heißt Messias, der gesalbt worden ist von Gott. Das ist eine besondere Auszeichnung für Jesus. Es gibt verschiedene Propheten mit verschiedenen Auszeichnungen. Moses hat beispielsweise die Auszeichnung, dass er jemand ist, mit dem Gott sofort direkt gesprochen hat. Ibrahim hat die Auszeichnung, dass er der enge Freund Gottes ist. Noah hat die Auszeichnung, dass er der erste Gesandte ist. Mohammed hat die Auszeichnung von verschiedenen anderen Wundern, dass er der letzte Prophet ist. Dass er der gotteswürdige Prophet ist. Und Jesus hat diese Auszeichnung. Und wer behauptet das, und wer bestätigt das, dass Jesus der Messias ist? Wir Muslime. Das heißt, selbst wenn das richtig wäre, wäre es kein Beweis dafür, dass die Muslime falsch ist. Das ist der Antichrist, derjenige, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Vater und Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Erstmal, Vater und Sohn. Dieser Ausdruck wurde in vielen Stellen in der Bibel als Metapher benutzt für Gott und für Sohn als Metapher für einen nahen stehenden Gottesknecht. Das heißt, diese Sache kann man auch metaphorisch sehen. Hier können wir ganz klar sagen, ist keine eindeutige Aussage dafür, dass Mohammed, das heißt eine eindeutige Aussage gegen Mohammed. Selbst wenn es hier wäre, würden wir was sagen? Würden wir sagen, das ist ein Buch, nicht von Jesus, das 98 nach Christus geschrieben. Das heißt, der Christ kann sich bisher auf nichts beziehen, denn der Christ selber sagt im Gebet, Vater unser im Himmel. Er bezeichnet Gott als seinen Vater. Und laut Bibel sagt Jesus, diejenigen, die Frieden stiften, Gott wird sie seine Söhne nennen. Und im Alten Testament steht, in Exodus, wenn ich mich nicht irre, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Das heißt, eine Metapher, die in der Bibel benutzt wird, aber nicht dafür, um zu sagen, also in der Bibel, wie sie jetzt ist, aber wir verleugnen diese Metapher, weil diese Metapher zu Missverständnissen führen kann, denn Gott hat keinen Sohn. Aber das ist etwas, was kein eindeutiger Beweis ist. Das heißt, bisher sind die Christen uns einen eindeutigen Beweis schuldig. Dann, das zweite ist Galater, der Brief an die Galater. Dieser Brief wurde von wem geschrieben? Dieser Brief wurde vom Apostel Paulus geschrieben. Wann genau? Ungefähr. Ich gucke mal. Brief an die Galater.
Einen Moment bitte. Der wurde geschrieben im Jahr 50 bis 52 nach Christus. 50 bis 52 nach Christus. Das ist Jahre später. Von wem? Von Paulus. Das ist keine Aussage von Jesus. Und Paulus ist, laut Juden, zum Beispiel Seligmann Pick, jüdischer Gelehrter, der sagt, dass Paulus die Religion von Jesus verändert hat. Weil Jesus war beschnitten. Lukas 2, Vers 21, Jesus war beschnitten. Jesus hat sich an die Gesetze von Moses im großen Teil gehalten. Und Paulus hat was gesagt? Hat das Gesetz ist der Fluch gesagt. Jesus sagt laut Matthäus 5, Vers 16 und 17, wer auch nur ein, laut, das heißt, wenn man an die Bibel glaubt, wer auch nur ein Gesetz ändert, ist der Geringstgeschätzte im Himmelreich. Oder so ähnlich, wie er gesagt hat. Paulus hat alle Gesetze verändert, hat die Beschneidung verändert, hat Schweinefleisch erlaubt und so weiter. Jesus hat kein Schweinefleisch erlaubt, weil es laut Levitikus verboten ist. Levitikus 11, Vers 6 und 7. Okay? Das heißt, wie kann ein Christ überhaupt an Paulus glauben, wo Paulus dem Wort von laut Jesus, Matthäus 5, Vers 16, 17, genau widerspricht. Jesus sagt, wer nur ein einziges Gesetz ändert, ist der Geringste. Und Paulus hat alle Gesetze verändert. Das heißt, man kann nicht gleichzeitig an Paulus glauben und gleichzeitig an Matthäus 5, 16, 17 glauben. Das ist ein Widerspruch. Okay, was steht hier in Galater? Jetzt schauen wir mal bitte ganz objektiv, ich möchte keinen beleidigen, ganz objektiv, ob hier eine Aussage ist, die klar gegen Mohammed ist. Wir haben schon gesagt, selbst wenn sie klar gegen Mohammed wäre, dann sagen wir, diese Aussage ist auch klar gegen das Neue Testament, Matthäus 5, Vers 16. Die ganzen Briefe von Paulus sind dagegen, hier. Aber selbst wenn wir oder ein Engel aus dem Himmel euch als etwas gute Botschaft verkünden sollte, außerdem, guck mal, außerdem, was wir euch als gute Kundschaft verkündet haben, er sei verflucht. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich es auch jetzt wieder, wer immer euch als gute Botschaft etwas verkündigt, außer dem, was ihr angenommen habt, er sei verflucht. So, Paulus, der die Religion von Jesus verändert hat, ja, wo auf einmal Gott drei sind, auf einmal Gott als Mensch auf die Erde gekommen ist, auf einmal gestorben ist, man muss sich das mal vorstellen. Ja. Das erste Buch Genesis, ja, das wurde niedergeschrieben, und das hat ja schon Jahre davor stattgefunden, ungefähr im Jahre 1513 vor Christus. Das erste Buch der Bibel. Aber es ist ja noch davor passiert. Jetzt kommt auf einmal, nach mindestens 1550 Jahren, mindestens, kommt auf einmal eine Person, das ist das erste Mal, dass Gott offenbart ist als drei, und das erste Mal, dass Gott gestorben ist, und dass auf einmal gibt es keine Beschneidung mehr. Und auf einmal kann man Schweinefleisch essen. Und die ganzen tausenden Jahre vorher war das verboten. Und Jesus sagt laut Matthäus 5, Vers 16, wer diese Gesetze ändert, ist der Geringste. Und jetzt kommt Paulus und schreibt, was würde der schreiben? Weil wir sagen, Paulus ist der Antichrist. Was würde Paulus schreiben? Der würde sagen, wenn einer etwas anderes glaubt, als dass Gott Mensch ist, und wenn einer was anderes glaubt, als dass Gott für die Menschen gestorben ist, oder Jesus für die Menschen gestorben ist, was nie ein Jude geglaubt hat. Die Juden haben nie geglaubt, liebe Christen, dass der Messias auf die Welt kommt, um für die Sünden der Menschen zu sterben. Die Juden haben nie geglaubt, dass Gott als Mensch auf die Erde kommt, für die Sünden zu sterben. Das war niemals der Glaube der Juden. Und da gibt es keine einzige hundertprozentige Aussage für im Alten Testament. Hier kommt damit Jesaja 53, kommen wir gleich drauf. Okay. Das heißt, natürlich würde Paulus sagen, wer etwas anderes lehrt, als dass Jesus Gott ist, ja, was gegen das Alte Testament spricht, ja, wenn etwas anderes lehrt, als dass Gott für die Sünden der Menschen gestorben ist, oder Sohn Gottes, dass der falsch ist, ist ja klar. Weil das nicht die Botschaft von Moses ist. Moses kam mit der Botschaft, dass man gute Werke tun soll. Moses kam nicht mit der Botschaft, dass ein Mensch für die Sünden sterben muss. Selbst wenn jemand sagt, Jesaja 53 sei ein Beweis dafür, Jesaja kam wann? Circa 700 vor Christus. Zwischen Genesis, 1500 vorher, Niederschrift. Und Niederschrift Jesaja sind wie viele Jahre? Fast 800 Jahre. 800 Jahre lässt Gott seine Schafe im Dunkel darüber, dass irgendwann Gott selber auf die Welt kommt, für die Sünden der Menschen stirbt. Liebe Leute, so,
Das heißt hier, das ist keine Aussage von Jesus, das ist eine Aussage von einer Person, die absolut nicht vertrauenswürdig ist. Und ich habe damals in einer Diskussion gefragt, man soll mir einen Beweis davon geben, dass Paulus ein von Gott inspirierter Mensch ist. Damals, als ich das gesagt habe, in Rodenbach im Jahre 2007, ist der Pfarrer rausgelaufen aus der Halle und ist geflüchtet. Ja. Bringt mir Beweis dafür, dass Paulus von Gott inspiriert ist. Ja. Aber Paulus hat die Beschneidung abgeschafft. Jesus, Lukas 2, Vers 21, war beschnitten. Abraham war beschnitten. Es hat angefangen mit dem Bund mit Abraham. Wir sagen, wie kann man daran glauben? So. Nächste Sache. So. Johannes. Hier. Johannes 3, 16, Vers 18. Hier muss man eine Sache feststellen. Johannes, das Evangelium von Johannes. Wer ist Johannes? Wer ist das? Wir glauben nicht an das Evangelium von Johannes. Johannes Evangelium ist das älteste Evangelium. Und selbst Bibelwissenschaftler sagen, dass dieses Evangelium einen anderen Charakter hat als die drei anderen Evangelien davor, nämlich Matthäus, Markus, Lukas. Und dass dies eigentlich das Evangelium ist, was den Christen am wichtigsten ist. Weil hier diese Aussagen gemacht werden. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen gezeugten Sohn gab. Und übrigens, im Alten Testament wird Israel als der einzige gezeugte Sohn benannt. Ja? Das heißt Jakob. Damit jeder, der Glauben an ihn ausübt, nicht vernichtet werde, sondern ewig Leben habe. Denn Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer Glauben an ihn ausübt, wird nicht gerichtet werden. Wer nicht Glauben ausübt, ist schon gerichtet, weil er nicht Glauben an den Namen des eingezeugten Sohnes Gottes ausübt. So, hier steht nichts von Mohammed. Ja, hier steht nur, wer nicht an Jesus geglaubt hat, den Sohn Gottes. Wir haben eben schon gesagt, Sohn Gottes wird in der Bibel für viele Personen benutzt. In der Bibel für viele Personen benutzt. Und wir lehnen den Namen ab, weil dieser Name zu Missverständnis führt. Aber dieser Name wurde als, was? Als eine Metapher für einen nahenstehenden Diener Gottes benannt. Deswegen nochmal, wird zum Beispiel Israel der erstgeborene Sohn Gottes genannt. Deswegen wird beispielsweise Salomo Sohn Gottes genannt. Deswegen sagt Jesus, wird behauptet, also laut Bibel, ich sage laut Bibel, ja, wir glauben nur an das von der Bibel, was mit dem Koran übereinstimmt. Okay? Was dem Koran widerspricht, lehnen wir ab. Und etwas, wo wir nicht wissen, sagen wir Allahu Alam. Okay? Das ist eine wichtige Regel auch für die Muslime. Ja, der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat gesagt, لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوا ولكن قولوا آمنا بالله وما أنزل. Sagt, wenn die Christen, Juden euch was sagen, sagt nicht Lüge und sagt nicht Wahrheit, sondern sagt, wir glauben an Allah und was er herabgesandt hat. Das heißt, wenn etwas mit Koran übereinstimmt und Sunna, glauben wir das. Wenn es nicht damit übereinstimmt, sagen wir entweder Allahu Alam, aber wenn es widerspricht, sagen wir, das ist falsch. Diese Sache ist etwas, was in der Bibel benutzt wird. Und wir sagen hier, warum ist Jesus der besondere Sohn Gottes und warum ist Israel, der auch Erstgeborener genannt wird, ja, nicht der Sohn Gottes. No. Dann, wo wird hier gesagt, das heißt, wenn wir hier benutzen, dass man an Jesus glauben soll, hier steht nur Glauben an Jesus. Hier steht nicht, dass man glaubt, dass Jesus für die Sünden stirbt oder irgendwas anderes. Wenn wir sagen, das ist authentisch, aber wie gesagt, dieses Evangelium, Johannes-Evangelium, ist auch aus dem Jahr ca. 90 nach Christus. Und 90 nach Christus niedergeschrieben. Die ältesten Manuskripte von diesem Evangelium sind aus dem 4. Jahrhundert nach Christus. Die ältesten Manuskripte des Korans sind aus welchem Jahr? Circa 14 nach Mohammeds Tod. Sind die ältesten Manuskripte hier? Sind die ältesten Manuskripte des Neuen Testamentes, Codex Sinaiticus, aus was? Aus dem Jahr circa 400, 4 Jahrhunderte nach Christus. 4 Jahrhunderte nach Jesus. Das heißt, wieder nichts Eindeutiges. Jetzt gehen wir weiter. Jetzt haben wir hier. Was habe ich hier? Lukas 4, 6 bis 7. Guck mal. Und bitte auch an die Christen, die halt hieran glauben. Und ich will wirklich keinen beleidigen. Jetzt hört euch das mal an. Hier kommt jemand
Und ich habe diese Argumente von Christen, weil das machen oft eure Missionare, sie zählen ganz viele Sachen auf, damit das so aussieht, als wenn das voll die Bombe ist. Wir haben es ja gesehen, das ist gar nichts. Und selbst wenn es klar und deutlich wäre, würden wir sagen, es sind sowieso Fälschungen aufgetreten. Hier, Lukas 4, 6 bis 7. Und der Teufel sagte zu Jesus, dir will ich diese ganze Gewalt und ihre Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben worden und wem immer ich sie zu geben wünsche, den gebe ich sie. Wenn du da einen Akt der Anbetung vor mir verrichtest und wird alles dein sein. Jesus gab ihm zur Antwort, es steht geschrieben, Gott, der Herr, dein Gott, sollst du anbeten und ihm allein sollst du heiligen Dienst darbringen. Das soll ein Beweis gegen Mohammed sein. Erstmal, das ist ein Beweis gegen die Bibel. Wie kann der Teufel hingehen und sagen, ja, mir gehört die ganze Welt und ich übergebe sie dir. Und dann sagt Jesus hier, es steht geschrieben, den Herr, dein Gott, sollst du anbeten und ihm allein sollst du heiligen Dienst darbringen. Wenn Jesus doch Gott wäre, würde er sagen, ich bin Gott und nur ihn darf ich, und man darf nur mich anbeten. Dann müsste der Teufel das doch auch wissen. Aber hier, das ist ein Beweis gegen die Christen. Denn hier steht ganz klar und deutlich, dass im Alten Testament steht, man soll nur Gott alleine anbeten. Und das ist das, was die Muslime machen. Das ist die, sind die Früchte der Botschaft von Mohammed a.s., dass man nur Gott alleine anbetet. Und keiner ist in dieser Frage so rigoros und so konsequent wie die Muslime, die noch nicht mal sagen dürfen, was Allah will und was du willst. Sondern die sagen, was Allah will, was Gott will und danach das, was du willst. Dann weiter Text. Hier haben wir dann Matthäus. Guck mal. Matthäus 24, Vers 4. Und Jesus gab ihnen zur Antwort, seht zu, dass euch niemand irreführe. Denn viele werden aufgrund meines Namens kommen und sagen, ich bin der Christus. Das heißt, Jesus warnt jetzt hier, passt auf, dass euch keiner in die Irre führt, denn viele werden in meinem Namen kommen und sagen, sie sind der Christus. Frage, hat Mohammed gesagt, er ist der Christus? Nein, er ist ein Prophet. Das heißt, das ist ein Beweis gegen die Christen. Dann sagt er weiter, aber das ist ein Beweis beispielsweise gegen Leute, wenn diese Aussage authentisch ist, gegen Leute, die zum Beispiel wie Mirza Mulam Ahmed, die sagen, sie seien der Christus, der Messias. Ja, also das heißt, eine Sekte, die sich dem Islam zuschreiben, wo der Führer sagt, er sei der Christus. Ich bin der Christus und wir werden viele irreführen. Ihr werdet von Kriegen und Kriegsberichten hören, seht zu, dass ihr nicht erschreckt, denn diese Dinge müssen geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Ja. Das heißt, hier wird gesagt, dass der falsche Prophet von sich behauptet, er ist Christus. Ja, so, dann weiter. Dann hier in 23 geht dann weiter. Wenn jemand zu euch sagt, also 24 Vers 23, hier ist der Christus oder dort, glaubt es nicht, denn es werden viele falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen. Hört zu, das ist ganz wichtig jetzt. Hier, laut Bibel sagt Jesus, werden viele falsche Christus und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um so, wenn möglich, selbst die Auserwählten irre zu führen. Siehe, ich habe euch im Voraus gewarnt. Wenn man da zu euch sagt, siehe es in der Wildnis, geht nicht hinaus, siehe es in den inneren Gemächern, glaubt es nicht. Denn so wie der Blitz von östlichen Gegend aus gegenüber zur westlichen Gegend kommt, okay. So. Jetzt. Eine Frage. Laut Bibel an die Christen sagt Jesus, es werden viele falsche Propheten kommen. Und viele falsche Christus. Der Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, hat dieselbe Aussage gemacht. Der hat aber nie gesagt, er ist der Christus, weil das, was vorher in Vers 4 beschrieben wird. Aber der Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, der hat uns eine Botschaft gegeben, wie wir die falschen Propheten erkennen. In Sunan Abi Dawud sagt er, Seyakunu min ummati kadhabuna thalathun, kulluhum yad'u annahu nabi. Er sagt, auf meine Umma, nach Mohammed werden 30 falsche Propheten kommen. Alle davon werden sagen, dass sie ein Prophet sind. Und dann sagt er, wie erkenne ich den falschen Propheten? Dann sagt er, wa anna khatimun nabiyyin
La Nabiyya Ba'di. Ich bin das Siegel der Propheten, es gibt keine Propheten nach mir. Jetzt die Frage an die Christen, an die Muslime. Wenn diese Aussage von Jesus richtig ist, warum sagt Jesus hier nicht, wenn er der letzte Prophet war, es kommt nach mir kein Prophet mehr? Warum sagt Jesus nicht einfach, ihr erkennt den falschen Propheten, weil nach mir kein Prophet mehr kommt? Nein, sondern Jesus weiß, es kommt doch ein richtiger Prophet. Und das ist das, was in Matthäus 16, Vers 12 angewandt wird, weil wie gesagt, es gibt Bruchstücke von der Bibel, die noch richtig sind. Hier sagt Jesus laut Matthäus 16, Vers 12, steht, ich habe euch noch vieles zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht dran, dass Jesus hat die Botschaft nicht vervollkommnet. Okay, Punkt 1. Punkt 2, wenn aber jener kommt, hier steht der Geist der Wahrheit, das ist die Übersetzung, das heißt aber eigentlich Periklytos, was heißt jemand, der Gott lobt, und jemand, der Gott lobt, ist auf Arabisch Ahmed. Und jemand, der gelobt wird, ist Mohammed. Das sind die Namen von Propheten. Hier wird aber, ist aber ein Buchstabe verändert worden, Paraklytos, und deswegen übersetzen das Geist der Wahrheit. Das heißt aber eigentlich Periklytos. Das heißt, jemand, der Gott lobt und gelobt wird, und das ist das arabische Wort für Ahmed und Mohammed, die Namen von Propheten Mohammed. Wenn aber jeder Mohammed gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Das heißt, er wird die ganze Wahrheit sagen. Jesus sagt hier laut Bibel, ich habe euch noch vieles zu sagen, aber ich sage es euch jetzt nicht. Aber der, der danach kommt, der Mohammed, der wird alles sagen. Allah sagt in Surah 5, Vers 3, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Heute habe ich die Wahrheit, die Botschaft vervollständigt. Denn er wird nicht aus eigenem Antrieb reden, sondern was er hört, wird er reden. Das steht in Surah 53, Surah Al-Najm, sagt Allah, وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَى وَحْيٍ يُوحَى. Das heißt, er redet nicht von eigenen Lüsten und Gelüsten, sondern was er sagt, ist eine inspirierte Offenbarung. Okay? Dann weiter im Text. Dann haben wir hier Matthäus 7, 15. Nehmt euch vor den falschen Propheten in Acht, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig sind sie aber raubgierige Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Liest man vielleicht jemals Trauben von Dornschirchen oder Feigen von Disteln? Ebenso bringt jeder gute Bäume vortreffliche Frucht hervor. So, dann kommen sie damit, einige Christen sagen, ja guck mal, wie viele Kriege es bei den Muslimen gibt. Das ist falsch. Erstens, im Alten Testament haben Propheten Kriege geführt. Es ist nicht verkehrt, dass Propheten Kriege führen. Okay? Sondern es ist verkehrt, dass Propheten unberechtigte Kriege führen. Moses selber hat Kriege geführt wie in Numeri 31. Das ist ganz klar. Das heißt, man muss, wenn man an die Bibel glaubt, muss man glauben, dass Kriege von Propheten mit der Erlaubnis und sogar mit dem Befehl von Gott, und wenn ein Christ glaubt, dass Jesus Gott ist, muss er sagen, mit dem Befehl von Jesus, geführt werden. Und laut Numeri 31 hat Gott Moses sogar befohlen, Kinder und Frauen zu töten. Das heißt, ein Christ kann das nicht verleugnen. So, und wenn man sagt Kriege, dann muss man ganz klar und deutlich sagen, dass die westliche Welt, die christliche Welt, kein Mensch kann das verleugnen, viel mehr Menschenleben geopfert hat als die muslimische Welt. Da gibt es keinen Zweifel dran. Nicht ein einziger... Jeder einzelne christliche Krieg hat mehr Todesopfer geführt als alle muslimischen Kriege zusammen. Erster Weltkrieg 15 Millionen, Zweiter Weltkrieg 60 Millionen. Kolonisationskriege in Nordamerika Millionen von Menschen, Südamerika Millionen von Menschen, Afrika Kolonisationskriege Millionen von Menschen, Asien Millionen von Menschen, Atombombe in Hiroshima und so weiter, Henry Truman, Christen. Das heißt, wenn jemand kommt und sagt ja dir, das ist ja hiermit gemeint, ist jemand, der unehrlich ist. Weil dann muss er sagen, ja, dann ist das Christentum erst recht falsch. Aber es geht nicht um Kriege selber, sondern es geht um unberechtigte Kriege. Raubzüge wie diese Estemar, aber die Muslime sind in Ägypten von den Christen als Befreier angesehen worden von den Römern. Nicht anders. Deswegen konnte sich der Islam verbreiten. Und das ist etwas, was nicht-muslimische Gelehrte auch dazu sagen, wie Thomas Carlyle zum Beispiel. Ganz klar und deutlich. So, und die Früchte, damit ist nicht gemeint, dass es Kriege geben kann,
Weil eine Frucht kann auch von einem Baum fallen und es kann ein anderer Baum entstehen. So, das ist die Botschaft, die gebracht wird. Die Botschaft von Mohammed ist der pure Monotheismus, der nirgendwo so rigoros und konsequent gezeigt wird wie im Islam. Im Islam, es ist für uns verboten, was Allah will und was du willst zu sagen. Es ist für uns verboten, uns für irgendetwas niederzuwerfen außer Allah. Es ist für uns sogar nicht erlaubt zu sagen, ja, wir sagen sogar bei jeder Sache, wenn wir sagen, irgendwas in der Zukunft sagen wir, wenn Gott will. So ist der Monotheismus bei uns verankert. Ja, man darf nicht zu Gräbern pilgern. Man darf nicht zu Fürsprache bitten bei Toten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man darf keine Talismänner haben. Man darf keine Götzen haben. Ja, der wahre Prophet in der Bibel ist derjenige, der die Götzen vernichtet, laut Altem Testament. Wer hat die Götzen vernichtet, wenn nicht Mohammed? Als er um die Kaaba herumgegangen ist, hat 360 Götzen vernichtet. Als er danach Menschen rausgeschickt haben, die Götzen wie zum Beispiel Lat, Uzza, Manat vernichtet haben. Das ist die Frucht dieser Botschaft. Der pure Monotheismus. Dann sagt Gott, laut Bibel, wenn das stimmt, aber ein Christ glaubt ja dran, Deuteronomium 18, Vers 18. Und ich lese das vor. So, hier steht, einen Propheten wie dich, gleich dich, werde ich ihn aus der Mitte ihrer Brüder erwecken. Das heißt, Gott sagt laut Bibel zu Moses, ein Prophet, das heißt, wir Christen, die an die Bibel glauben. Und wir glauben, dass Bruchstücke auf jeden Fall noch richtig sein können. Ein Prophet wie dich, Moses, werde ich unter ihren Brüdern erwecken. So, wer ist Moses ähnlicher? Mohammed oder Jesus? Mohammed und Moses sind von der gleichen Mutter. Sind von Mutter und Vater erschaffen worden. Jesus hatte nur eine Mutter. Mohammed und Moses sind von Mutter und Vater. Jesus hat nur eine Mutter, eine leibliche Mutter. Er ist durch den Befehl Gottes in der Gebärmutter der Mutter entstanden. Also, erster Punkt, hier Mohammed ist ähnlicher zu Jesus als Moses. Zweiter Punkt, Mohammed und Moses wurden von ihrer Gesellschaft im Allgemeinen angekannt, Jesus wurde im Allgemeinen abgelehnt, von großen Teilen und von den Führern. Drittens, Mohammed und Moses, ja, sind beide Führer gewesen in ihren Ländern, Jesus nicht. Mohammed und Moses sind beide Richter gewesen in Ländern, Moses nicht. Mohammed und Moses sind beide, haben Todesstrafen durchgeführt, Jesus nicht. Sechstens, Mohammed und Moses haben Kriege geführt, Jesus nicht. Und viele andere Punkte, wo Mohammed, Moses viel ähnlicher ist als Jesus. So, dann nächster Punkt. Werde ich unter ihren Brüdern erwecken? Wer sind die Brüder von ihnen? Wen meint Gott hier mit ihnen? Gott meint hier mit ihnen die Kinder Israels. Wer sind die Kinder Israels? Das sind die Kinder von Ishak, von Jakob und dann weiter runter. Das heißt, der Urvater der Juden ist Ishak. Wer ist der Bruder von Ishak? Ismael. Und Ismael ist der Stammvater der Araber. Die Araber stammen ab von Ismael und die Juden stammen ab von Jakob, von Ishak. Deswegen sind sie Brüder, genetisch gesehen Brüder. Und deswegen nennt man auch die Araber und die Juden Semiten. Deswegen ist es auch falsch zu sagen, Araber wären antisemitisch. Wir können gar nicht antisemitisch sein. Wir, und das möchte ich hier nochmal betonen, wir Muslime haben nichts gegen den jüdischen Stamm oder gegen das jüdische Blut oder gegen die jüdische Genetik. Ein Jude, der den Islam annimmt, ist ein vollständiges Mitglied der muslimischen Gemeinschaft. Es gibt keinen Unterschied zwischen einem, der ein Jude war und den Islam annimmt, und zwischen einem Christen, der den Islam annimmt, und zwischen einem Afrikaner, der den Islam annimmt, und zwischen einem Muslim von der Familie, von den Quraysh beispielsweise. Es gibt keinen Unterschied. Sondern Allah sagt in Surah 49, Vers 13, sagt er, ja, Ya ayyuha an-nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. O ihr Menschen, wir haben euch aus einem männlichen, weiblichen Wesen erschaffen und zu Völkern und Stämmen gemacht. Der Beste von euch ist wer? Der Edelste von euch ist wer? Der Gottesfürchtigste, der Frömmste.
Gott sagt nicht der Chinese, nicht der Araber oder was auch immer. Ja, das wollte ich nur mal hier betont haben. Das Problem, was wir haben mit Juden und Christen, ist, dass wir sagen, dass das eine falsche Religion ist. Und so sind die Juden genauso wie die Christen für uns eine, also die jüdische Religion, sind für uns, also die Anhänger der jüdischen Religion sind für uns Leute, die wir zum Islam einladen. Gar ganz eindeutig. So, dann sagt er weiter, und ich werde meine Worte in seinen Mund legen. Die Worte von Jesus laut Christentum sind von Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Aber hier bei Mohammed sind die Worte dem Propheten in den Mund gelegt worden. Und das gibt es bei keinem so wie beim Propheten Mohammed so eindeutig, dass Jibril gekommen ist und hat ihm wirklich die Worte vorgetragen. Ja, er hat ihm die Worte vorgetragen und Mohammed hat die Worte nachgesprochen, das heißt, die Worte wurden förmlich in den Mund hineingelegt. Ja. Und er wird bestimmt alles zu ihnen reden. Jesus sagt laut Johannes, liebe Christen, laut Johannes 16, 12 sagt Jesus, ich habe euch noch vieles zu sagen, ihr könnt es jetzt aber nicht tragen. Aber Mohammed, hier steht, El-Yome Akmeltu Lekum Dinekum, Sure 5, Vers 3, ich habe die Botschaft vervollkommnet. Das muss man doch sehen. Ja, Jesus sagt, es kann nicht Jesus hier bei 18, Vers 18 gemeint sein. Wenn du an die Bibel glaubst, es kann nicht Jesus gemeint sein. Jesus sagt laut, entweder du glaubst nicht an das eine oder glaubst nicht an das andere. Aber Jesus sagt laut Johannes 16, Vers 12, ich habe euch noch vieles zu sagen. Aber hier sagt er, er wird bestimmt alles zu ihnen reden, was ich ihm gebieten werde. So, und das ist das, wer hat das vollbracht? Wer hat diese Prophezeiung erfüllt? Nur Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. Deswegen meine ich es wirklich nicht böse. Ich rege mich noch manchmal so auf, weil ich will unbedingt, dass die Menschen die Wahrheit sehen, dass sie den Islam annehmen. Subhanallah. Dann Matthäus, und dann, wenn ich dann sehe, dass es so Leute gibt, die euch in die Irre führen, die den Menschen irgendeinen Schrott labern. Hier, wir haben sechs Sachen jetzt hier. Das gibt keinen einzigen Beweis. Und die kommen dann mit Soundverstärker vom Satan. Jesus sagt in der Bibel. Und auf diese Art und Weise. Ja, die Schlange, die Schlange. Dann zeigen sie eine Kalligrafie. Habt ihr schon mal eine Schlange gesehen, die so über den Boden geht? So sieht die Kalligrafie aus. Ja, ist doch keine Schlange. Eine Schlange geht doch nicht so über den Boden. Subhanallah. So, dann weiter im Text. Matthäus 7, 15 bis 18. Achso, das habe ich ja schon erzählt. Ja, nehmt euch von den falschen Propheten in Acht. Ja. Dann, liebe Leute, etwas, was immer wieder behauptet wird, ja. Und das muss ich einfach auch erwähnen, was ganz wichtig ist. Das ist, es gäbe angeblich ganz eindeutige Aussagen im Alten Testament, dass Gott für die Menschen auf die Welt kommt, für ihre Sünden zu sterben. Es gibt keine explizite Aussage, wo steht, Gott kommt auf die Welt, um für die Sünden der Menschen zu sterben im Bilde Gottes. Keine. Und wenn man dann das sagt, und ich möchte jemanden, der die Wahrheit will, da kommt man immer mit Jesaja 53. Ich sage erstmal, Jesaja 53 ist 700 Jahre, circa 700 Jahre nach der Genesis geschrieben worden. Circa 700 bis 800 Jahre sogar. Das heißt das jetzt, Gott hat 800 Jahre nach der ersten Offenbarung die Menschen im Dunkeln darüber gelassen, in seinen heiligen Büchern, im Dunkeln darüber gelassen, in seinen heiligen Büchern, wie man ins Paradies kommt? 800 Jahre lässt er sie im Dunkeln darüber? Das ist unmöglich. Dann ist Jesaja 53 ist keine klare Aussage. Und ich werde das kurz zeigen. Hier steht, erstens, in Jesaja steht, einen Moment bitte, ich will das kurz zeigen, Kapitel 8. Einen Moment, ich gehe kurz zu Jesaja, damit ich das erstmal zeige. Jesaja 53, was hier benutzt wird. Und ihr sollt selber wirklich ganz offen und ehrlich, ohne Vorteile, weil es geht hier um Paradies und Hölle.
euch diesen Vers hier durchlesen. Ob hier steht, Gott stirbt für die Sünden der Menschen am Kreuz. Und wenn ich daran glaube, geht in die Hölle. Es muss doch irgendwas Eindeutiges geben. Hier. So. Hier steht. Hier. Guck mal. Ich fange an mit Vers 3. Er war verachtet und war von Menschen gemieden, ein Mann bestimmt für Schmerzen und für das Vertrautsein mit Krankheit. Erstmal, Jesus war kein Mann, der gemieden war, liebe Leute, sondern im Neuen Testament steht oft, dass Menschenmassen gekommen sind, um von ihm geheilt zu werden. Das heißt, das hat mit Jesus überhaupt nichts zu tun. Und es war, wie wer ganz ehrlich es sieht, das hat mit Jesus nichts zu tun. Ja. Und es war, wie wenn sich jemand das Gesicht vor uns verbirgt. Er war verachtet und wir hielten ihn für nichts. Ja. Nein, sondern die Römer hatten Angst vor ihm, deswegen wollten sie ihn töten. Weil Menschenmassen nachher zu ihm gekommen sind. Er hat seine Botschaft noch nicht durchgebracht, er hatte viele Feinde. Alle Propheten hatten viele Feinde, aber nicht, dass sie ihn für nichts hielten. So. Wahrlich, unsere Krankheit. So, und jetzt kommt der Vers, den man benutzt, um zu sagen, Jesus sei der Gott, der für die Menschen auf die Welt gekommen ist, als Messias, als Sohn Gottes, um für die Sünden der Menschen zu sterben. Bitte, ich lese diesen Vers dreimal vor. Ich frage euch, wo steht hier, dass Gott auf die Welt gekommen sei, um für die Sünden der Menschen als Sohn Gottes oder als Messias zu sterben? Wahrlich, unsere Krankheiten hat er selbst getragen und was unsere Schmerzen betrifft, er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für geplagt, von Gott geschlagen und niedergedrückt. Aber er wurde für unsere Übertretung durchstochen, er wurde für unsere Vergehung zerschlagen, die Züchtigung, die zu unserem Frieden diente, lag auf ihm und seine Wunden wegen ist unsere Heilung geworden. Wo steht hier, dass jemand Gott für die Sünden aller Menschen am Kreuz gestorben ist? Steht das hier irgendwo? Steht hier irgendwas von Gott? Nee. Hier steht, aber er wurde für unsere Übertretung durchstochen. Steht nicht gekreuzigt. Das ist also keine eindeutige Aussage. 800 Jahre im Dunkeln gelassen und man benutzt eine Aussage, die mehrdeutig ist, die tausendfach interpretierbar ist, die völlig implizit ist. Ja, hier, guck mal. Und die Juden haben es nie so verstanden, dass das der Weg zum Heil ist. Ja, er wurde. Wahrlich, unsere Krankheiten hat er selbst getragen. Wo hat Jesus Krankheiten getragen, weil er gekreuzigt wurde? Er hat keine Krankheiten getragen, weil er gekreuzigt wurde. Und was unsere Schmerzen betrifft, er hat sie auf sich geladen. Er hat Schmerzen auf sich geladen. Wir haben immer noch Schmerzen. Dann dürfen wir jetzt keine Schmerzen mehr haben. Wer jetzt getauft wird, kann keine Schmerzen mehr haben. Bitte nachdenken. Ich sage ja nicht, dass man dumm ist, aber man muss sein Herz für die Wahrheit öffnen. Dann, wir aber hielten ihn für Gott geschlagen. Aber er wurde für unsere Übertretung durchstochen. Er wurde für unsere Übertretung durchstochen. Hier wird nicht gesagt, ja. Und er wurde für unsere Vergehung zerschlagen. Was heißt das? Hier steht nicht, er hat unsere Sünden auf sich genommen. Wir haben keine Sünde mehr durch ihn. Hier steht, wegen unserer Übertretung wurde er durchstochen. Zum Beispiel, ich habe einen Fehler gemacht und danach schlägt einer jemanden. Das heißt, ich bereue das, dass ich einen Fehler gemacht habe. Versteht ihr das? Verstehst du? Das heißt, dadurch, dass ich einen Fehler gemacht habe, wurde er geschlagen. Aber hier steht nichts von der Sünde auf sich genommen. Ja? Die Züchtigung, die zu unserem Frieden diente, lag auf ihm und seiner Wunden wegen wurde unsere Heilung geworden. Ja, weil er die Fresse poliert bekommen hat, sozusagen, ja, auf gut Deutsch, sind wir in Ruhe gelassen worden. Aber hier steht nichts Explizites. Hier steht weder was von Gott, noch was von Messias, noch was von Sohn Gottes, noch was von Sünden der Welt, noch was davon, dass alle Sünden der Menschen vergeben sind, die an ihn glauben. Wenn das der Weg sein soll, liebe Christen, wenn das der Weg sein soll, um ins ewige Paradies zu kommen, wie kann es sein, dass die ersten 800 Jahre nichts erwähnt wird? Und wenn man euch fragt, gebt mir einen Beweis aus dem Alten Testament, wenn man sagt, die Juden haben nie daran geglaubt, dass ihr mit einer Aussage kommt, die so implizit ist. Jetzt zeige ich euch, wie Matthäus das interpretiert. Matthäus, der die Bibel laut eurem Glauben besser kennen muss als ihr, interpretiert das anders. Ja, und ich zeige es euch in Matthäus 8. Er interpretiert die Sünden getragen, beziehungsweise die Schmerzen getragen. Ja, wegen uns wurde er durchstochen, interpretiert er nicht so,
wie die Christen das interpretieren, sondern er interpretiert das als die Heilung, die er gemacht hat. Also entweder hat Matthäus sich vertan, oder ihr habt euch in der Interpretation, beziehungsweise eure Kirchenväter haben sich in ihrer Interpretation vertan. Aber normalerweise müsste Matthäus die Bibel besser verstehen als ihr. Aber ich glaube, ihr habt es beide falsch verstanden. Ja? Weil der jüdische Gelehrte Seligman Prick sagt, dass das gar keinen Sinn ergibt in Matthäus 8. Und ihr könnt euch gerne mal damit beschäftigen, was die dazu sagen. Das heißt, es ist eine völlig implizite Sache. Das heißt, es gibt in der ganzen Bibel, im ganzen Alten Testament über 1500 Jahre keine einzige explizite Aussage, dass Gott bzw. der Messias oder der Sohn Gottes dafür gekommen ist, um für die Sünden der Menschen zu sterben. Hier. Moment. Ja, das ist in Matthäus 8, Vers 17. So. Oder ich fange an mit 15. Das fängt an mit 8, Vers 14. Und als Jesus in das Haus des Petrus kam, sah er dessen Schwiegermutter fieberkrank da liegen. So, Jesus sieht eine Frau krank. Da rührte er ihre Hand an und das Fieber verließ sie und sie stand auf und begann ihm zu dienen. Ja. Das heißt, sie hat ihm Essen und so weiter gebracht. Nachdem es aber Abend geworden war, brachte man viele von Dämonen Besessene zu ihm und er trieb die Geister mit einem Wort aus und er heilte alle, denen es schlecht ging. Das heißt, worum geht es hier? Geht es um Wunderheilung von Jesus. Jetzt sagt Matthäus, der die Bibel besser kennen muss, laut eurem Glauben, als eure Kirchenväter, ja, sagt, damit sich erfülle, was durch Jesaja, dem Propheten, geredet worden war, dem er sprach, er selbst nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Leiden. Das heißt, Matthäus interpretiert Jesaja 53 als Wunderheilung und nicht als Tod für die Sünden der Menschen. Zweitens, Seligman Pick, jüdischer Gelehrter, der auch das Christentum verglichen hat, sagt, dass dies völlig unpassend ist, was Matthäus hier sagt, dass es ein völliger Fehler ist. Er sagt auch, dass die Juden niemals geglaubt haben, dass der Messias für die Sünden der Menschen stirbt. Und er sagt, weil Jesus hat nicht die Krankheiten und ihre Leiden auf sich geladen, sondern hat sie einfach geheilt. Das heißt, liebe Leute, liebe Christen, ihr sollt nicht Jesus aufgeben, ihr sollt Jesus folgen. Jesus hat Gott alleine angebetet. Matthäus 26, Vers 39, er ging drei Schritte weiter, fiel mit seinem Angesicht zu Boden. Deswegen folgt Mohammed. Ihr sagt, Mohammed kann kein Prophet sein, hat Kriege geführt. Moses hat Kriege geführt. Ihr sagt, Mohammed kann kein Prophet sein, hatte mehrere Frauen gehabt. Salomon hat mehrere Frauen gehabt, Könige, erste Könige oder zweite Könige. 2 Vers 10, wenn ich mich richtig erinnere. 1. Könige 2 Vers 10, glaube ich, aber ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Ja, der hatte mehrere Frauen gehabt, der war ein Prophet, laut eurem Glauben. Das heißt, es gibt keinen Beweis. Ja, Aisha war jung gewesen. Zur damaligen Zeit war es normal, dass Leute in diesem jungen Alter geheiratet haben. Das Heiratsalter ist nicht abhängig von einem Alter, sondern dass die Frau keinen Schaden erleidet, weder physisch noch psychisch. So, Aisha hat weder einen physischen noch einen psychischen Schaden gehabt, die hat den Propheten bis zu ihrem Lebensende verteidigt. Punkt. Sie war froh, mit ihm verheiratet zu sein. Ihr sagt, nee, ich glaube nicht an Mohammed, weil er Aisha geheiratet und Aisha, die hat an ihn geglaubt und die liebt ihn und die ist froh, dass sie ihn geheiratet hat. Der gibt doch gar keinen Sinn. Ist doch völliger Schwachsinn, ist das. Das Einzige, was ihr sagen könnt, ist, ihr glaubt nicht an Mohammed, weil er nicht daran geglaubt hat, dass Gott für die Sünden der Menschen stirbt. Und dann können wir nur sagen, wenn ihr das sagt, dann glaubt ihr auch nicht wirklich an die Bibel, sondern ihr glaubt nur an einen Teil von der Bibel, nämlich an das, was der Apostel Paulus gesagt hat. Und der Apostel Paulus ist der die wahre Botschaft von Jesus verdreht hat. Und deswegen, wer daran glaubt, dass Gott für die Menschen gestorben ist, gegen das ganze Alte Testament und gegen einen großen Teil des Neuen Testaments und gegen den Koran und gegen alle Botschaften Gottes, der wird für alle Ewigkeit in die Hölle gehen, weil er Gott beleidigt hat und gesagt hat, Gott ist gestorben. Denn Gott stirbt niemals. Er ist der Alllebendige, ohne Anfang, ohne Ende. Al-Hayyul Qayyum. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Deswegen nehmt den Islam an, bevor es zu spät ist. Amen.